Na ihr kleinen Affen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Woche Far Cry 4. Und ja, wir legen wieder crazy los. Was hatten wir hier noch offen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Hatten wir nicht noch Longinus? Ja, wie sind wir denn wieder hier? Ist mir egal, denke ich. Goldener Pfad ist gerade näher, deswegen werde ich wohl da mal hindüsen. Oh, mit so einem schicken... Na gut, schick, eher relativ. Mit so einem coolen Gefährt. What the fuck? Wer hat denn... Ah! Ja. Tobi, du wolltest doch so gerne mit mir mitfahren, ne? Das sind wieder Feinde, sehr schön. Boah, hier geht's ja gerade, geht's ja gleich richtig krass los. Na, hier kommen die nicht hinterher, wa? Ich wollte, hallo? Aua! Ich wollte doch nur zu den Missionsgedingse. Auto kaputt? Hä? Und warum stehen hier überall Bäume? Uhu, ich bin da. Das geht ja gut los hier, wa? So, was hatten wir denn nochmal für Waffen? Die, ich glaube, das war so gerade die Hauptwaffe. Du siehst mich nicht. Haben wir hier nur eine Dings drin gehabt? Naja, egal. Wo sind denn die Dudes? Das kommt Kletter. Ich stand doch gerade klettern. Wie kommt der hier nicht durch, Mann? So, ich wollte nur noch das Poster hier. So fresh. Und dann gehen wir irgendwo hier rein, wo es hier reingeht. Hier zum Beispiel. Genau. Hey, Badra. Hi. Oder soll ich dich Tarun Matara nennen? Badra reicht. Fürs Erste. Was ist los? Wer den Jalendu-Tempel erobert, wird den goldenen Pfad anführen. Es geht um die Zukunft von Kyrat und ich bin zwischen Amita und Sabal. Du weißt, wie sie streiten. Du weißt, wie sie sind. Amita will den Tempel zerstören. Sie sagt, das würde die Frauen in Kyrat befreien. Und helfen, überholte Traditionen abzulegen, wie die Tarun Matara. Ich dachte, die Tarun Matara wäre was Gutes. Wenn es nach Sabal geht, schon. Wenn er den Tempel einnimmt, vollendet er die Zeremonie und ich bin Tarun Matara. Er glaubt, dass es uns stärker macht, wenn wir die Tradition pflegen. Und was willst du tun? Ich will Kyrat befreien, aber ich kann nicht frei wählen. Amita und Sabal werden sich nie einigen. Deshalb liegt es an dir. Du hast so viel erreicht, der goldene Pfad wird auf dich hören. Aber sei dir bewusst, dass der, den du bei Jalendu unterstützt, zum Anführer des goldenen Pfades wird. Und wenn Pagan besiegt ist, zum Herrscher von ganz Kyrat. Okay. Ich glaube, ich weiß, was zu tun ist. Dankeschön. Heißt hier Dankeschön. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich gute Sachen tun werde. Nur dass ich weiß, was zu tun ist. Amita und Sabal, sollen wir wieder wählen? Ja, aber ich denke, dann werde ich mich jetzt ein wenig mehr auf Amitas Seite schlagen.
Badra sagte mir, dass du Yalendu zerstören willst. Es geht nicht darum, den Tempel zu zerstören. Es geht darum, eine Botschaft an alle zu senden. Kyrats Zukunft zu schmieden. Die Ketten der Vergangenheit abzustreifen. Ohne die Tharun Matara wird Zabal allen sein wahres Gesicht zeigen. Als einfältiger Narr, der sich an Ruinen klammert. Nimm alles Wertvolle. Wir schmelzen es ein und verkaufen es. Aber der Tempel an sich... Ich will, dass du ihn zu Staub zermalst. Juhu! Ich schätze, wir werden einen Tempel zerstören. Wenn du Mission annimmst, ja, akzeptieren. Krieg der Kulturen. Da hinten, der Tempel. Kann ich da nicht. Was ist das denn hier? Ja. Oh, guck mal da. Wollen wir dem mal noch helfen? Ich meine, wir könnten direkt ganz runter. Aber guck mal, der ist doch schon hier quasi. Köpfe runter! Ein Adler! Jo. Na gut. War einfacher als gedacht, wa? Das war knapp. Kommen wir nochmal da hoch, um runter zu sliden. Hier drüben, glaube ich. Diesmal nur doch ein bisschen schneller. So, dann... nicht runterfallen. Schützenhilfe, Upgrades, okay. So, mal sehen. Werden sich ja was bei der Seilbahn gedacht haben, denke ich mal. AJ, bevor du den Tempel zerstörst, finde und sichere das Gewölbe mit dem Gold. Wenn du Hilfe brauchst, stehen Krieger des goldenen Pfads zur Verfügung. Soldaten, denen ich traue. Danke, Amita. Du kannst entweder mit uns kommen, oder du suchst dir deinen eigenen Weg und wir greifen an, sobald die Schießerei losgeht. Ich komme gern mit, aber ich würde eigentlich gerne fahren, selber. Außer ihr fahrt jetzt mal los. Und warum kann ich mich nicht mehr bewegen? Ich stick fest. Boah. Hä? Taucht er da drunter durch? Lass mich doch bitte fahren. Die lässt mich nicht fahren. Hau ab jetzt! Oder fahr los, Mann! Jetzt fährt er los, oder was? Na, mach doch! Habe ich jetzt nicht richtig zugehört, oder wollen die mich verarschen hier? Mann! Komm, gib mir die Blume. Muss ich das wohl ohne euch durchziehen? Ein Ründchen schwimmen, ein Ründchen schwimmen. Ui. Das sind doch bestimmt Feinde, oder? Das Gewölbe, ja. Toll, die schwimmen die ganze Zeit hin und her. Mal fahren, besser gesagt. Was habe ich für eine Wahl? Muss ja entdeckt werden, aber. Na, komm schon. Wieso habe ich jetzt schon Punkte bekommen oder was? M-Fähigkeiten? Anscheinend. Aber ich kann eh gerade nichts machen. Mit einem Punkt vor allem. Okay, da ist jemand.
Komm noch mal rüber. Ich glaube, hier muss ich echt ein bisschen vorsichtig sein. Aber früher oder später, wie ich mich kenne, werde ich bestimmt hier entdecken. Ich brenne. Ah, oder? Ein bisschen Schaden habe ich bekommen. Ah, schub's Fässer um. Da steht ein Gewehr. Nein. Entdeckt mich nicht. Das wäre ganz cool, wenn ich den Alarm ausschalten könnte. Gar nicht. Oh, da ist ein schwerer. Gott, wie soll ich denn um die alle rumkommen? Ich schmeiß am besten mal da was hin. Oh, 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 oh. Hä? Wo war denn noch einer? Mann. Ja, geil. Und jetzt wohl eine kleine Schlacht, wa? Oh Gott, Alter. Leute, Leute. Vom Wasser kommt Verstärkung. Hä? Hä? Ach, ein Heli! Oh Gott! Komm schon, komm schon! So. Das könnte schon mal ein bisschen hilfreich gewesen sein. Ach da! Oh Gott. Ah, komm. Einmal mal. War zwar unsere einzige Spritze, die wir gerade haben. Ich könnte mal nebenbei ein bisschen was pflücken. Wo ist denn hier? Wo ist der? Wo ist der? Naja, ich habe eh keine Muni. Da vorne. Der hat welche abgesetzt, wa? Er schießt. Hä? Oh, 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 oh. Okay, okay. Cluster. Das könnte ungesund sein. Hui. Hey, der haut einfach ab. Ah, nicht der Schwere. Den will ich jetzt nicht. Komm schon. Ah, nee, ich wollte doch nicht spritzen. Oh, Mann. Wir waren noch viel zu gesund dafür. Hä? Hä? Ja, hä? Warum ist hier so eine Ritze auf einmal? Nein. Lauf, 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 lauf. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh Gott. Wenn das mal nicht gefährlich werden könnte. Komm. So. Die Dinger noch ausschalten oder was? Hat der Spasti gesagt? Na komm schon.
Der ist tot. Da noch einer. Ach, der Typ. Jo. Mann, wieso steht er direkt hier? Wie ausrasten. Jetzt habe ich schon wieder eine scheiß Spritze genommen. Ja, du haust ab. Du, bitte auf. Mann, ich habe nicht 5 Millionen Schuss. Geht doch. Ja, lad mal nach. Gute Idee. Da ist noch einer. Okay. So eine Waffenkiste wäre auch noch fresh. Muss ich hoch oder runter? Runter. Vielleicht hätte ich das auch gleich tun können. Aber das weiß man ja immer nicht vorher. Jo, Leute. Oh, oh. Na. Vielleicht könnte ich ja auch eine Granate. Der hat auch schön was abgekommen schon, oder? Der hier, den sehe ich nicht mal. Jo. Uiuiui. Der versteckt sich da hinten. Der Flammenwerfer oder was hat der? Ja, na der kann mir ja von da nicht viel. Okay. Reload. Wir warten am Dock auf dich. Ja, sehr schön. Ich muss mal ein bisschen lauter hier auf meinem Ohr. Das ist schön. Oh, Alter, dass ich das auch so spät gescheckt habe, ne? Letztens. Dass ich, das einsammeln kann mehrmals. So, ich werde schon mal alle Waffen laden hier. Das ist geladen. Ja, das auch. Mal das Ding nochmal. Ja, vielleicht nicht ganz so laut. Der König liebt uns. Tut er das? Du machst... Wo ist der andere? Der hat doch mit wem geredet? Hey, der hat doch mit wem geredet? Oh nein! Leute, sorry, kurze Unterbrechung. Der Akku ist wieder leer, wie ihr seht. Ich mach mal kurz Licht. Ist, denke ich, besser. So, da bin ich wieder. Ich denke, und ich hoffe, dass die Kamera richtig fokussiert hat. Natürlich sieht das Bild jetzt ein bisschen anders aus. Wegen... Licht von hinten und so. Ich könnte hier nochmal so den machen. Ich weiß nicht, ob das was gebracht hat. Oder ob es schon gut vorher war und ich es jetzt erst kacke gemacht habe. Nein. Wenigstens ein bisschen Licht, obwohl die Kamera... Naja, kennt ihr ja, die ist ja eigentlich nicht übel so. Auch wenn man nicht viel Licht hat. Das ist immer ein bisschen doof bei mir. Dass ich den einen Bildschirm nur habe, dass ich nicht gleichzeitig sehen kann, ob ich, also ich kann nicht die Facecam sehen oder so. Wenn ich schon sterbe, nehme ich ein paar von denen mit.
Ach so, okay.